Ey, was geht ab, Leute? Energized hier und heute haben wir mal ein neues Video. What the fuck? Nicht nach 2, 3 Wochen oder nach ein paar Monaten oder erst nachdem die Welt untergegangen ist, sondern wirklich nach so ein paar Tagen nur. So, die richtigen OG-Abonnenten wissen ja, dass wenn man, dass wenn, wenn da euer Meister sagt, das nächste bekommt in den nächsten paar Tagen, kommt eigentlich meistens erstmal 1, 2 Wochen gar nichts, nicht mal Lebenszeichen und ab und zu sogar mal einen Monat oder so nicht. Was ja ab und zu bis jetzt kam, war ja nur einmal im Monat Pause, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Und im letzten Video, am 5. April, ja? Heute ist der 9. April, wo ich das Video gerade mache. Am 5. April habe ich gesagt, in den nächsten paar Tagen kommt das nächste Video. Und da haben die OG-Abonnenten natürlich sofort diese Energized-Sprache ins Deutsche übersetzt. Könnt ihr einfach mal machen bei Google-Übersetzer. Und da kommt sofort, ja, okay, das nächste Video kommt in einem Monat, wenn ich Bock habe. Aber nein, heute ist der 9. April, jetzt brauche ich mir nur noch so einen Harvard-Professor, der die Rechnung mal berechnet. Und zwar komme ich da auf nur 4 Tage Unterschied. Also ist nicht schlecht schon mal. Könnte ich mir schon mal auf die Schulter klopfen. Könnt ihr ja auch ein Like da lassen, falls euch das gefällt. Im Hintergrund ist nämlich so ein Black Ops 1 Gameplay und ich habe einfach mir, als ich das Gameplay so ausgesucht habe, war einfach, habe ich daran erinnert, wie sehr Bock einfach Black Ops 1 gemacht hat. Einfach generell normal und auch so Support. Also Support habe ich, glaube ich, nur so 2 Tage lang mal so gezockt. Und das ist einfach so geil. Was halt einfach richtig geil ist bei Support, weil die Leute, die zu dem Zeitpunkt Black Ops 1 gespielt haben, ich habe keine Ahnung, wirklich, frag mich nicht, ich habe keine Ahnung, wie Leute mit solchen Händen überhaupt die PS3 angeklickt haben. Oh nee, war ja auf Xbox das Gameplay. Auf Xbox das Gameplay, auf Xbox einfach die Konsole ankriegen, Alter, kein Scheiß. Das ist so geil gewesen. Das einzige Ding ist, man braucht wirklich Host in dem Game, weil wenn man das nicht hat, ist dann, ist wie als ob man auch irgendwie auf Morphium ist, Alter, das ist so, keine Ahnung, verzögerte Reaktion, alles. Man schippt auch voll um Ecken, die Kugeln machen da Kurven wie bei, keine Ahnung, welches Spiel war, welcher Film war das nochmal, Wanted oder sowas, kein Plan. Aber auf jeden Fall braucht ihr da wirklich Host, dann geht auch der Chopper und sowas so ab, das ist dann wie so eine Machete durch Butter, Alter, das killt so viele Leute, ne, es ist nicht mehr lustig. Aber auf jeden Fall richtig geiles Game. Sollten das auf jeden Fall mal ein Remake für PS4 machen, dann wäre es auch wirklich so mal so ein Grund, die PS4 anzuschmeißen, war. Statt das einfach immer so direkt releasen, ey. Aber lasst ein Like da, falls euch das Gameplay gefällt, oder falls ihr ja auch mal ein PS4 Remake davon haben wollt, war, das wäre richtig geil. Vielleicht machen die es ja auch, ich weiß es ja nicht, ich arbeite nicht bei Activision. Ich bin besser bezahlt als die auf jeden Fall als YouTuber. Und, ja, was soll ich noch sagen? Ja, im Gegensatz hier noch irgend so ein Abfucker, mich vor Killstreaks gekillt hat. Und ja, das war's eigentlich so ziemlich zum Gameplay. Ich wollte euch ja eigentlich heute quasi erzählen, oder was heißt ja, ich erklären, sowieso so lange kein Video kam. Ich wünschte, ich hätte irgendeine Story oder so, damit ich irgendeine Ausrede hätte, war, aber nein, nichts passiert. Ich wurde nicht verhaftet oder ich wurde nicht erschossen oder sowas. Nichts eigentlich passiert, weil ich hatte einfach nur keinen Bock. 2 Monate, nein, nicht 2 Monate, ich glaube 6, 7 Wochen. Und ich wusste auch nicht wirklich großartig, was ich hochladen sollte. Und über was ich reden sollte und was weiß ich, weil kein Plan, Theorie habe ich wieder nicht mehr gezockt. Ich glaube, ich habe in diesem Jahr, also 2015, glaube ich, nicht ein einziges Mal die PS4 nicht angemacht. Ich glaube, das letzte Mal war kurz vor Silvester oder kurz vor Weihnachten, ich weiß gar nicht. Aber ich weiß gar nicht überhaupt, ob ich die Weihnachtsnoobs überhaupt getestet habe, als diese dicken Weihnachtskinder. Aber auf jeden Fall weiß ich gar nicht mehr, weil, keine Ahnung, Advanced Warfare ist halt schon ganz geil, aber es ist halt wirklich nur so Lobby suchen und dann halt, ja, Gameplay reißen, mehr nicht, so Triple D Aces, keine Ahnung, Alter, das sind wie so Gratis-Luftballons, Alter, die werden einem hinterhergeschmissen, das ist nichts Besonderes, ey, das ist wie so, als ob ihr am Strand seid, was weiß ich, ey, in der Toskana und dann sagt ihr, ich habe Sand gefunden, irgend sowas, das ist voll nichts Besonderes eigentlich. Ja, okay, Triple D ist schon halt nicht schlecht, aber das ist nichts Besonderes, und Quad D ist auch, keine Ahnung, wie so ein dickes Kind bei McDonald's finden, ist nichts Besonderes, das sieht man oft. Obwohl, Quad-D, gibt's das schon? Ey, ich weiß gar nicht, der Vergleich war jetzt nicht so unangefochtene Weltspitze wie die anderen, aber ihr wisst, was ich meine, das ist eigentlich echt nur so alles Lobbysuche und das war's auch. Und generell. Aber die alten CODs sind natürlich geil, Black Ops 1, ich habe das gerade eben 2 Minuten lang gefeiert, ne, aber ob es sich jetzt überhaupt noch lohnt, Black Ops 1 zu spielen? Ich weiß nicht, weil da zu der Zeit musste ich schon eine halbe Stunde suchen, bis wir 18 Leute hatten. Was heißt hier 18 Leute, also quasi 9 Gegner. 9 Leute sind ja von Anfang an drin, weil es ist ja mit Support-Team, das ein oder andere fette Kind, Team Deathmatch mit der DSR, 360 No-Scope, oder was weiß ich, Alter, der hat immer noch versucht, ein Face zu kommen. Ach, was weiß ich, Alter, aber auf jeden Fall, was ich machen will, jetzt einfach regelmäßig wirklich Videos machen. Also ich sehe jetzt schon mal, das nächste Video, das Video kam schon mal ein paar Tage nach dem ersten. Also ich will versuchen, was regelmäßig durchzuziehen. Nur das Ding ist, ich muss jetzt wirklich mich auf Schule konzentrieren, ein bisschen. Also ich muss jetzt mich natürlich nicht jetzt jeden Tag hinsetzen und dafür meinen Uni-Abschluss lernen, aber ich darf nicht nochmal verkacken, das ist ein Ding, um es kurz zu machen. Und
Habe so ein paar andere Sachen, auf die ich mich konzentrieren muss. Deswegen wird das schwer, aber ich werde es einfach durchziehen. Weil ich habe echt eine fette Fanbase eigentlich. Ich hätte auch viel mehr rausholen können, ganz im Ernst. Ich wäre jetzt schon Minimum bei 50k, wenn ich was Vernünftiges gemacht hätte. Vielleicht sogar noch weiter. Aber ich habe wirklich eine fette Fanbase und wirklich Leute, die immer so auf mich zählen, sozusagen. Zum Beispiel, ich habe 7 Wochen oder so kein Video gemacht. Und einfach so ein 2-Minuten-Video rausgehauen. Und wo wirklich nicht viel dabei war. Es war so ein ganz normales Gameplay. Okay, Game war schon gut, aber so ein altes. Und das kommt hier, weil jetzt auch nicht, keine Ahnung, weil jetzt auch keine lyrische Bosshaftigkeit, das war kein Kollegah-Album oder sowas. Das war einfach ganz normales Commentary, mehr nicht. Und es hat über 800 Likes und deswegen habe ich keinen Bock, dass ich jetzt wieder so fett Pause mache. Und ja, was ich auf jeden Fall machen will in den nächsten Videos, ist halt einfach mehr so interagieren mit den Abos, ihr wisst, was ich meine. Zum Beispiel, ich glaube, das nächste Video, das übernächste Video wird ein FAQ, deswegen könnt ihr mir jetzt einfach auf eine private Nachricht schreiben mit irgendeiner Frage. Mit irgendeiner Frage, also ihr könnt mir quasi auf den Zahn fühlen wie unterbezahlte Zahnärzte in der Ausbildung. Keiner Freestyle hier im Run. Und irgendwelche Fragen müssen nicht mit COD zu tun haben, weil irgendwie stehen mir immer voll viele Leute, die Fragen über COD, die meistens immer dasselbe sind, wie, keine Ahnung, Alter. Wie rum hältst du deinen Controller und so ein Scheiß, irgendwas Unnötiges. Aber stellt mir auch nicht so behinderte Fragen, wie, keine Ahnung, welche Farbe hat deine Unterwäsche. Apropos Unterwäsche, Alter, kein Scheiß, ihr wisst nicht, was ich bestellt habe. Versace Boxershorts, ich mache ein Foto, wenn die ankommen, kein Scheiß. 100 € pro Boxershorts, kein Scheiß, ich mache ein Foto davon. Aber auf jeden Fall könnt ihr das schon mal machen. Und das Video nähert sich hier dem Ende zu. Hab noch eine kleine Bitte an euch. Nein, nicht MMOGA. Obwohl doch, 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 auch natürlich, natürlich. Der Benti finanziert sich von alleine. Aber auf jeden Fall guckt mal meine 2 Kollegen vorbei, die mir da kurz bei seiner Sache geholfen haben. Und zwar Nonstop XBL, wirklich, wirklich krasse Live-Commentaries und noch Doom Rondo. Falls ihr den Doom-Clan kennt, könnt ihr, dann seid ihr da eh richtig. Also wirklich, wirklich, schaut bei den beiden vorbei, Link in der Beschreibung, genau wie MMOGA. Und bewerten kommt nicht vergessen und schreibt noch bei FB irgendeine private Nachricht, falls ihr eine Frage habt fürs FAQ. Vielleicht mache ich auch mit so Namen einblenden, damit ihr euch darauf aufgehen könnt oder so, aber kein Plan. Aber auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und haut rein.